Das Sommerlager 2009 des Sippennetzwerks. Zum Thema König David. Beim diesjährigen Sommerlager 2009 des Sippennetzwerkes in Kleinabenberg sind folgende Sippen anwesend. Zunächst die Sippe Wolf aus Berlin. Die Sippe Hirsch aus dem Hochschwarzwald hat sich ebenfalls wieder auf den Weg gemacht. Mit dabei neu die Sippe Lux, die ihr erstes Sommerlager im Rahmen des SNW erlebt, und schließlich die Sippe Bär aus Rheinstetten. Alles beginnt wie immer mit dem Lageraufbau. Zunächst einmal müssen die Zelte aufgeschlagen werden, Koten, wie in jedem Jahr. Dann beginnt der Aufbau der einzelnen Lagerbauten durch die Sippen. Es werden Bäume gefällt und zusammengebunden mit ordentlichen Kreuz- und Längsbünden, wie man es von Pfadfindern gewohnt ist. Schließlich werden die so zusammengebastelten Strukturen aufgerichtet. Es entstehen Bauten, die wir später noch bewundern werden. Zwischendurch einmal eine kleine Abwechslung, Ausflug in die Nahstadt Abenberg zum Grab der seligen Stilla. Dann ist am dritten Tag der Lageraufbau beendet. Der Flaggenmast steht schon. In der Mitte des Lagers erhebt sich die Halle Salomos, der Platz für die Abendrunden in diesem Lager. Ringsherum gruppieren sich die Bauten der verschiedenen Sippen. Hier die Baute der Sippe Lux oder hier die der Sippe Hirsch. An diesen Bauten kochen und essen die Sipplinge und spielt sich das Lagerleben jeder einzelnen Sippe ab. Der ganze Lagerplatz ist eine Wiese, die schön im Wald gelegen ist in der Nähe von Abenberg. An ihrem Rand noch ein wichtiges Gebäude, der Chefkral, von dem aus man das Lager gut im Blick haben kann und wo sich zum Trupprat, also zur Besprechung, die Chefs der einzelnen Sippen mit der Lagerführung sammeln. Natürlich fehlt auch nicht die Lagerkapelle, in der wir jeden Tag unsere heilige Messe feiern können und in der auch verschiedene Gebete und die Versprechenswache stattfinden. Ein erster wichtiger Programmpunkt wird durch diesen Mann hier eingeleitet, den Schiedsrichter unseres Ringtennisturniers. Ringtennis ist die Jahresdisziplin, die sich die Sippen des Sippennetzwerkes für 2008-2009 ausgesucht haben. Ein Spiel, das Ähnlichkeiten mit Badminton oder Volleyball aufweist, allerdings mit einem Ring gespielt wird. Dabei kommt es durchaus zu spannenden und schnellen Situationen, denn der Ring muss, ohne angehalten zu werden, immer wieder hin und her gegeben werden. Einen ganzen Tag dauert dieses spannende Turnier, doch dann stehen am Ende nach dem Finale die Sieger fest, diese beiden Kämpfer der Sippe Wolf aus Berlin. Der nächste Tag, der Samstag, bringt uns eine Wallfahrt, denn es ist das Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel. Wir wallfahren nach Freistadt zur dortigen Marienkirche. Dort feiern wir zunächst eine heilige Messe und besichtigen dann in Ruhe das barocke Gotteshaus, das dort in einer wunderschönen Landschaft gelegen ist. Am Ende gibt es noch eine kurze Andacht für uns, bevor wir den Tag dann auf andere Weise ausklingen lassen, nämlich hier am Rotsee bei einem schönen Bad im kühlen Wasser. Der nächste Tag ist der Sonntag, schon wieder Grund zum Feiern, deswegen beginnt er, wie es Tradition ist, mit einem ausgiebigen Frühstück, bevor wir dann nach Abenberg fahren, die alte Stadt besichtigen, an der Heiligen Messe dort teilnehmen und ein Geländespiel spielen, bei dem wir durch die Altstadt hetzen. Am Mittag ist Rast auf der Burg, es gibt einen kleinen Imbiss. Mit dabei sind nicht nur die Jungen des Lagers, sondern auch einige Kinder aus der Stadt, die schon bei unserem Geländespiel mitgespielt haben. Zum Schluss besteht noch die Möglichkeit, den höchsten Turm der Burg, den Luginsland, zu erklettern und von dort Umschau zu halten. Was man hier sieht, ist schon der nächste Programmpunkt, der sich anschließt, der Kochwettstreit. Da wird wie jedes Jahr gebrutzelt, gekocht, geschnippelt und letztendlich können sich die Sippen gegenseitig zu einem ordentlichen Festmahl einladen. Hier Bilder vom Kochwettstreit der Sippe Wolf zunächst. Das Essen wird nicht nur schön gekocht, sondern auch schön angerichtet und hingelegt, sodass es auch für die Augen eine Freude bedeutet. Nun, der Kochwettstreit der Sippe Lux, der in der Halle Salomos stattfindet, da so viele Gäste zum Essen geladen sind. Verschiedenste Gerichte werden hier ausprobiert. Hier sehen wir zum Beispiel ein selbstgebackenes Fladenbrot. Die Sippe Bär hat auch ihren Kochwettstreit nicht an der Lagerbaute durchgeführt, sondern im grünen Gras. Dort gibt es vorzügliches Hackfleisch und auch der Tischservice ist sehr gut. Diese Einladung zum Kochwettstreit stammt von der Sippe Hirsch. Doch was heißt Kochwettstreit? Es handelt sich um ein Sukkotfest, passend
zum Thema König David. Also werden die Gäste gebeten, diese wunderschöne Sukka, die Laubhütte, zu betreten, in der schon alles bereitet ist, damit sie feudal bewirtet werden können. So sitzen alle im Kreis und harren den Ausführungen des Stammesältesten Daniel, der uns auch das Manna frisch auf dem Tischgrill zubereitet. Doch auch der Thunfischsalat, natürlich koscher, nach Vorschrift bereitet, erfreut das Herz. Dann geht es weiter mit dem zweiten Teil der Lagerolympiade, dem Hindernislauf. Wieder sind großartige Hindernisse durch den ganzen Wald aufgebaut worden. Hier eine Balancierposten, der Sippe Lux, den alle Sipplinge mit Bravour meistern, selbst die kleineren. Doch es gibt auch andere Herausforderungen zu bewältigen, so zum Beispiel mit Wasser unter verschiedenen Hindernissen durchzulaufen oder die allseits beliebte Spinne. Bloß nicht an die Schnüre stoßen, sonst gibt es Abzugspunkte. Da muss selbst die Führung mal ran und auch laufen. Nach diesem vollen Einsatz bei der Lagerolympiade werden die Abende meistens gemütlicher in der Halle Salomos verbracht, bei der Abendrunde. Diese Halle ist extra für die Abendrunde konzipiert, so findet sich dort nicht nur der Feuerplatz, sondern auch passend zum Thema ein Davidsstern, der in der Nacht mit Kerzen mystisch beleuchtet werden kann. So entsteht eine wundervolle Atmosphäre, in der besonders auch die Gewänder der verschiedenen Sippen zum Tragen kommen können, die sich wie die Stämme Israels gekleidet haben. Wir sahen hier den Stamm Juda, hier nun den Stamm Ephraim, dessen Stammesältester hier einen Vortrag hält und ein Spiel erklärt. Im rechten Bild können wir nun schon wieder andere Stämme erkennen, zum Beispiel den Stamm Naphtali mit seinen drei tapferen Kriegern oder auch den Stamm Sebulon, der ebenfalls mit drei Personen angetreten ist, darunter der wirklich schon sehr arg ergraute Stammesälteste. So sitzt man also abends am Feuer und spielt und singt, wie es üblich ist. Und noch eine Spezialität gibt es dieses Jahr, israelischen Volkstanz hier auf den Bildern. Leider nicht so gut zu erkennen, aber auch dabei haben wir viel Freude gehabt. Auch das Theaterspielen gehört dazu und so vergehen die Abende eigentlich wie im Fluge. Hier ein Schüler, der seinem Meister lauscht. Auch der Singewettstreit darf natürlich nicht fehlen. Und was auch nicht außen vor bleiben sollte, was vielleicht sogar das Wichtigste ist, ist Spiel und Spaß bei viel Bewegung. Selbst wenn es schon dunkler wird, so wenn zum Beispiel König Saul König David sucht oder wenn versuchen, sich gegenseitig zwei Stämme der Israeliten auf die andere Seite zu ziehen, Pech für die, die in der Mitte hängen. Wer so ein Lagertor sieht, weiß schon, es geht zum großen Spiel. Jede Sippe baut sich ein Lager irgendwo im Wald und bleibt für 24 Stunden für die Zeit des Spiels allein, besteht alle Herausforderungen, sei es am Tag und bei Nacht. Dieses Jahr geht es vor allem darum, auf dieser Landkarte Israels, wo die Gebiete der einzelnen Stämme verzeichnet sind, seine tapferen Krieger möglichst gut zu postieren, damit am Ende nach der Spielidee von Risiko darum gewürfelt werden kann, wer das meiste Land in Israel besitzt. Und wer werden die glücklichen Gewinner sein? Wiederum ist es die Sippe Wolf aus Berlin. Einer der wichtigsten Momente in jedem Lager ist es, wenn Jungen ihr Pfadfinderversprechen ablegen. In unserem Fall sind wir dazu wieder einmal auf die Burg Abenberg hinaufgezogen, wo Vincent und Johannes durch ihr Versprechen voll in die Bruderschaft der Pfadfinder aufgenommen werden. In jedem Trupp, so auch im Sippennetzwerk, gibt es danach natürlich noch bestimmte Traditionen, um die neu aufgenommenen würdig in der Gemeinschaft in Empfang zu nehmen. Dann ist auch schon bald das Ende des Lagers gekommen, das wie immer mit einem zünftigen Festessen gefeiert wird. Man sieht hier schon, das Buffet hat einiges zu bieten und wird auch gut angenommen, sodass all die guten Sachen schnell verzehrt sind. Ein besonderer Höhepunkt, wie immer die Obstplatte, die die Führung angerichtet hat, in der klassischen Form eines Davidsterns hier auch wieder passend zum Lagerthema. Alle schauen gebannt zu, wie das Kunstwerk angeschnitten wird und bald ist dann schon nicht mehr viel davon übrig. Genauso wie von der Lagerzeit, die am letzten Tag am Fest Maria Königin mit einer feierlichen Messe in der Pfarrkirche in Abenberg dann endet.